Fusion Tab. Was tun wir nicht alles, um ihn zu vermeiden, was? Jeder kennt wahrscheinlich das Problem. Ihr wollt etwas maskieren, aber wenn ihr den zu maskierenden Clip in Fusion öffnet, seht ihr den Rest eures Videos nicht mehr und könnt so eure Timings nicht anpassen. Heute zeige ich euch, wie ihr euer Footage im Edit-Tab maskieren könnt, ohne den Fusion-Tab zu benutzen. Hierfür verwenden wir ein Template, welches ihr euch gratis herunterladen könnt, wenn ihr wollt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Entwickelt wurde das Ganze vom YouTuber Essential Video Editing. Den Link zu seinem Kanal findet ihr natürlich ebenfalls in der Videobeschreibung. Habt ihr den Link geöffnet, klickt ihr im Browserfenster auf Get This. Hier könnt ihr selber entscheiden, wie viel ihr dem Entwickler des Templates für seine Arbeit bezahlen wollt. Aber keine Angst, ihr könnt den Wert auch bei 0 Dollar belassen und es trotzdem herunterladen. Ihr müsst nur eure E-Mail-Adresse angeben und los geht's. Das ZIP-Verzeichnis legt ihr euch auf dem Rechner ab und entpackt es anschließend, wohin ihr wollt. Darin findet ihr eine .drfx-Datei, die ihr mit Doppelklick starten könnt. Damit wird das Template in DaVinci installiert. Wenn ihr dann einen Clip habt, in dem ihr etwas maskieren wollt, sucht ihr in der Effects-Toolbox einfach nach Mask. Dann findet ihr die Essentials Mask, die ihr ganz einfach auf euren Clip ziehen könnt. Im Inspector unter Effects findet ihr dann alle Einstellmöglichkeiten, die ihr auch bei einer Maske in Fusion erwarten würdet. Beim Mask Type könnt ihr erstmal direkt auswählen, ob ihr eine rechteckige, runde oder benutzerdefinierte Maske haben wollt. Um die Form der Maske zu verändern, müsst ihr nur unten links im Viewer den Modus auf Fusion Overlay umstellen. Anschließend könnt ihr die rechteckige und runde Maske bewegen und verändern. Habt ihr Polygon als Maske ausgewählt, seht ihr erstmal gar nichts. Im Fusion Overlay Modus könnt ihr aber einfach eure Maske zusammenklicken, wie ihr es gewohnt seid. Ich würde euch außerdem empfehlen, unter Outline den Alpha-Kanal auf 0 zu stellen, da hier sonst manchmal der Hintergrund durchschimmert. Habt ihr eure Maske erstellt, könnt ihr diese natürlich auch ganz normal über Keyframes im Inspector animieren, um zum Beispiel die Maske von links nach rechts zu bewegen. Wenn ihr die Form der Maske bei Polygonen oder B-Splines animieren wollt, setzt ihr einfach den Keyframe hier neben Shape Animation und ändert dann an den entsprechenden Stellen eure Maske. Und schon seht ihr, dass eure Maske ihre Form verändert. Braucht ihr noch mehr Kontrolle über eure Maske, als euch die Regler im Inspector bieten, könnt ihr sogar über den Fusion-Button oben rechts den Effekt in Fusion öffnen und ihn an eure Bedürfnisse anpassen. Und das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um zukünftige Videos nicht mehr zu verpassen. Vergesst nicht, den Kanal von Essential Video Editing auszuchecken und wir sehen uns dann im nächsten Video.